Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Hallöchen. Hallöchen. Ja, einen wunderschönen guten Tag euch da draußen. Balim, balim. Wir leben immer noch. Ja, Tag ja. 37, 13.41 Uhr. Mann, ist mir heiß. Ja, in deiner Gegenwart. Ja, da schmelzen alle, ne? Oh mein grüniger Gott, Gosch. Ja, Auto? In der Gegend bei uns sind alle Autos schon kaputt, ne? Ja, weil der eben umgefahren ist und dann immer die Autos mitgenommen hat gleich. Ich merke das. Probier's mal im Süden. Probier's im Süden, das ist am besten. Was? Aber ich da glaub, ist halt ich, auch Wüste und so. Aber ich glaube, ich lass dich die plündern, weil du hast den besseren Draht dazu, dass du mehr rauskriegst. Weil die spawnen ja nicht neu. War da was dafür? Was? Was braucht man dafür? Um da mehr rauszukriegen? Ich glaube, dein Bergbauskill. Gilt der auch für Autos? Der gilt, glaube ich, auch für Autos. Bin ich mir aber okay. Nicht sicher. Das müsste man testen. In zwei Testautos. Jetzt findet mal zwei Autos nebeneinander. Das ist weniger das Problem. Unten bei Shamway Foods und so, da standen noch ganz, ganz viele Autos hin. Und Richtung verbrannte Erde und so. Also alles im Süden habe ich gar nicht angerührt. Weil es da zu warm ist? Ja, und weil da Geier sind. Und ich hasse Geier. Ja. Naja, aber ich habe mir jetzt ein paar mechanische Teile kurz besorgt, um die Tresorklappen dann mal auszutesten. Wie sind die so? Was? Schon getestet oder noch nicht? Nee, ich muss ja jetzt gerade von meiner schönen hübschen Loot-Tour zurückkommen und dann muss ich sie bauen. Mhm. Weil mir hatten die mechanischen Teile gefehlt. Ah, so. Ja, die kriegst du, glaube ich, auch aus Kaffeemaschinen und so Zeug. Das kann sein, aber Autos sind halt... Ich hab dir wieder reingelegt, ne? Auch beim Ernten. Kannst du wieder Kaffee kochen? Danke dir. Super, wie die Frau uns versorgt hier. Perfekt. Strider, ich bin mental fertig mit dem Kanal. Ich habe noch ein Stück vor mir, aber ich habe keine Lust mehr. Okay. Ja, nee, ich sage, lass dir Zeit. Ist ja. Ist das bei mir auch so, wenn ich sage, ich habe keine Lust mehr, bin ich dann noch... Nee, bei dir nicht, du bist Azubi. Du musst arbeiten. Warum fragst du überhaupt? Da bin ich auch drin, Mann. Der pfeift aus dem letzten Loch. Alles gut. Und wenn ich vorbeikomme und du arbeitest nicht, dann gibt's aber ja. Ich bin wirklich die ganze Zeit am Kloppen wie ein Dora, ey. Kannst du mir glauben. Ich glaub dir das schon. Jetzt wäre ich gleich direkt auf deiner Türschwelle gestanden und hätte geguckt. Jetzt kann ich nicht mehr innerhalb des Dinges rumlatschen, ne? Ich muss einmal außen rum. Ja, wieso? Hat er nicht was geschrien? Nö. So, nee, also wenn der jetzt was schreit, da sind einmal komplett die Eisenstacheln drumherum. Ah. Ich hab dir die Angst in die Stacheln weggenommen. Genau, rennt in die Stacheln und dann macht's Platsch. Knatsch. Normalfall. Genau. Aber Einzelne, die bleiben wirklich dran hängen, ne? Ja, Einzelne. Ja, also für eine Hordennacht wäre es nicht zu empfehlen hier. Aber das ist ganz okay. Das heißt, ich muss nicht immer vom Dach absteigen. Genau, du kannst da oben jetzt ganz gemütlich gechillt spielen. Das passt jetzt alles so. Da nochmal ein Messbecher rein. Oh, guck mal, du hast einen Tipp gekriegt. Ja, wenn man wieder Hause plündert. Fährst du eh dran vorbei? Also ich bin zu Hause. Achso. Wurzel, guck mal hoch. Ah, okay. Also, warte mal, ich weiß gar nicht, wo oben ist. Warte mal. Gegenteil von unten, Wurzel. Ich hab dir ein kleines Päckchen reingeschmissen. Ja, du Blödschkopf. Das ist irgendwo hingefallen.
Ich sehe es doch noch. Jetzt unter dir. Ja, jetzt habe ich. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist was ganz Besonderes. Teilst dir ein. Ah, hau ich mir gleich rein. Gott. Teilst dir ein? Ja, hau ich mir gleich rein. Oh Mist. Stimmt, deine Knarre packe ich hier wieder in die Werkzeugtruhe rein. Ja, den nehme ich gleich mit. Jetzt hättest du auch gleich die Kohle mitnehmen können. Naja. Ah. Jetzt bin ich schon wieder am Haus. Ist jetzt blöd gelaufen. Hätte Azubi vorgedacht, hätte er das gleich gesagt. Ja. Ja. Aber ich will doch nicht denken. Ja. So, jetzt hast du ins eigene Fleisch geschnitten. Du sollst schon denken. Er sagt mir, dass du nicht denken sollst. Du sollst nicht denken, wenn ich dir sage, was du zu tun hast. Du sollst aber denken, was du sonst zu tun hast. Und so kommen wir Mann. Werkzeugkiste, sagst du. Genau. Halt. Ah. Ist das Ding fertig? Ach da. Kiste. Schnee, Schna, Schnur. In der Schuh bist du. Den Schuh. Na, sag mal, im baust du eigentlich auch noch irgendwas ab oder? Nur mal so aus Neugier. Der macht Buddel. Die Frage darfst du natürlich stellen, aber ob du eine Antwort kriegst, ist eine andere. Oh, im nächsten Spiel, da drehen wir den Spieß um, das weiß ich jetzt schon, ey. Sagen wir so, ich hab grad. Ja, keine Ahnung. 24.000 Leben besorgt. Du bist der Fleißigste. Das ist ja schon mal ein kleiner Anfang, weißt du? Absolut, ne? Aber du kommst auch irgendwann mal in die Richtung. Ich habe Vertrauen in dich. Kriegst du noch. Also wenn die zwei nicht da wären, ich glaube, ich würde sie vermissen. Bin ich nett. Werd gern vermisst. So, warum geht die auf? Oh Mann. Ich möchte keine Stahltresortruhe jetzt falsch rum aufmachen, hinlegen. Ich glaube so, ne? Ach, das ist so. Ah, du machst ja schon Beton wieder. Das ist ja schön. Ja, genau. Guck, ich besorge mir auch selber Eisen. Das ist mal eine Frau. Sie weiß, was sie will und sie weiß, wie sie sich drum kümmert. Einseitig okay. Sieht's aus wie Scharniere. Siehst du Scharniere, Schatzi? Ja, ich denke auch, dass ich die jetzt richtig positioniert habe, aber ich habe ein bisschen Muffe, aber ich glaube, das ist richtig. Wenn ich ein Ja kriege, dann knall ich sie drauf. Sag mal, was mampfst du da hinten in deinem Kapuff? Entschuldigung, Salami. Nur Salami? Immer noch an deiner Salami hier am Rumkauen, hey. Ja, ich habe eine ganze Packung da liegen. Entschuldigung. Okay. Sind es diese Mini-Salamis oder was? Ja. Ja. Boah, geil. Oh, geil. Ich habe so eine in groß im Kühlschrank, aber wenn ich da reinbeiße, dann bin ich sofort ein komischer Typ. Weißt du, Mini-Salamis ist, wenn das jemand ist, kein Thema. Wird nicht drüber gesprochen, aber wenn du so eine große Salami nimmst und da einfach mal reinbeißt, dann bist du das Problem. Und die ist viel billiger. Ja, das ist so. Schätze, die Heile sehen ein bisschen aus wie Toilettenschüsseln, oder? Bist du auch bei mir? Nee, ich gucke immer bei dir zu. Ach so. Ja, das sind, ja, hier, ne? Wenn ihr mal sehen wollt, das sieht richtig gut aus. Und ich finde, die gehen flott genug hoch, das passt. Ich will gar nicht erst gucken. Ich lasse mich überraschen. Kann ich die noch aufwerten? Oh ja. Denk an die. Was war das jetzt? Denk an die Zäune. Diese Gitter. Oh. Ja. Auto. Kann ich ja abbauen. Oh nein! Was denn? Ich hab dir eine Reihe zu früh gesetzt. Oh. Ja, das tut jetzt kurz weh und danach hört's auf. Ja.
Oh Mann. Lass sie doch dran. Es ist... Ja, gut, da oben dürften die nicht raufkommen, weil das, ja. Machst du halt auch noch Stacheln oben rein oder so, keine Ahnung. Oh Mann. Hm. Also manchmal könnte ich mir selber an die Beine klatschen. Wir haben ja nur eine Reihe verloren gehabt. Na, jetzt haben wir eine Reihe. Mein Gott. Ja, stimmt, wir sind eine zurück und dann sind wir wieder vor. Genau, weil die nämlich dann hier vorne sich stapeln und so und dann, weil ich die Reihe da drin habe, hätten die sich nicht stapeln können. Da war es immer ganz praktisch. Dann setzt doch einfach da nochmal Blöcke drüber. Aber die haben 7, ja. Das ist halt ein kleiner Vordach. Ja, dann stimmt. Hast du recht, mache ich. Super. Geile Idee. Du bist mein Engel. Meine Rettung. Ich lieb dich auch. Ja. So. Zack, zack. Mario sagt's auch. Ja. So. Kreativ angehen. Fertig. Genau. Das passt super perfekt. Oh Mann. Kurz AFK. Oh. Viel Spaß. Good luck. Gut, da brauche ich auf jeden Fall geschmiedetes Stahl dann für die Dame. Das passt aber. Stahl hast du noch 170 oder so in der Kiste gehabt. Ja, das kann ich jederzeit schmieden. Ich brauche nur Lehm und Eisen dafür. Achso, du hast jetzt ein Schmelzziegel. Ja, ja. Wo die ich recht in der anderen? Die Kohle. Chemiestation. Er fragt nicht wohin, sondern wozu. Achso. Munition. Moment. So. Was macht denn der schon wieder, ey? Also ich finde, also Imp, jetzt mal ehrlich, jetzt mal ohne Preis, ja? Alles deine Schuld. Ich finde das mit dem Minengebau irgendwie Quatsch, so. Wieso? Mit diesem Gehüpfe und diesem Gemache, um hier wieder rauszukommen. Ja, dann macht ihr halt Leitern rein. Ich war nur bisher mal zu faul. Ja, also WB, mit ein bisschen Holz. Okay. Und so ein bisschen... Ja, wenn du willst, dass dein Arbeitsplatz schöner aussieht, dann mach ihn doch schöner. So ein paar Bilder hinhängen. Na, ich dachte, du machst das jetzt. Wieso soll ich das machen? Na, weil keiner beschwerst dich. Das ist wie wenn deine Freundin oder so sagt... Wir sollten doch eigentlich vielleicht neue Vorhänge kaufen. Das heißt aber, du machst das. Ja, das heißt aber, du machst das. Also willst du mein Mann... Nichts fertig machen. Muss er renovieren. Ich sag sonst doch was. Hier vor eurer Tür, da sind ein Haufen... Ja. Zombies. Ich habe eine riesen wichtige Bestellung. Schickst du an meinen Assistenten. Nee, da brauche ich den Besten für. Es geht trotzdem über meinen Assistenten. Dann macht die. Oh, ihr seid heute alle so arschig zu mir. Was ist denn los mit euch, ey? Wir lieben dich. Jetzt bin ich nicht mal für die Bestellungen vom Strider gut genug. Ich habe ihm gesagt, er soll durch dich gehen. Das meine ich nicht, aber der am höchsten geskillt ist dafür. Und das ist gerade der Imp. Lass mich raten, ich soll deine blöden Klappen wegbauen. Nein, ich brauche ganz dringend ganz viele mechanische Teile. Ich bin doch schon dabei. Ach so, ja wunderbar. Was willst du, mein Schatz? Du guckst mich so an. Keine Ahnung, ich wollte für die Haustür. Meine Schönheit hat dich geblendet. Okay, alles klar. Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Lief in der Luft. Nee. Ich gehe in meine Falle. Alles gut. Kümmere dich um die Stacheln in dem Boden. Wurzel, bleib einfach bei mir. Bin genügsam. Ja, dabei hätte ich es auch belassen sollen. Geht's nicht hier raus. Bin irgendwo zum blöden Keller hängen geblieben. Ja. Ich bleib permanent in so einem doofen Keller hängen. Nein, das ist die Mine. Das ist was anderes. Das ist wie ein Keller. So ein Genre. Ja, aber da drin hast du die Löcher gegraben. Das ist deine Sache dann, wo du nicht rauskommst.
Ich bin gerade bei irgendjemandem daheim in seinem Keller hängen geblieben. Man geht auch nicht mehr. Da laufen Schweine rum, denk dran. Tatsächlich hier noch nicht. Ah, hier ist ein Indianerbild an der Wand. Das mag ich nicht. Deswegen muss das jetzt weg. Kohle. Du hast jetzt, Schatz, unten bei der Falle. Ja. Die Stützen noch nicht repariert, gell? Doch, die habe ich schon. Also muss ich jetzt nicht nochmal rüberkommen? Nein, nein. Nicht heile machen. Die Kohle einfach in die Truhe daneben, oder wie? Ja. Ja. Genau. Ich hätte gern bitte den Wolf. Ein Wolf? Ja, ein Zombie-Wolf. Als Haustier. Wird mir gerade vorgeschlagen. Hund oder Wolf? Ich nehme den Wolf. Okay. Ich muss aber erst mit Wurzel reden, ob wir das mit dem Essen auch dann hinkriegen. Wieso? Was? Hä? Essen? Wolf? Ja, der Wolf hat bestimmt Hunger. Ja, der kriegt, ich hab da schon einen. Wer fährt fort? Ich. Ganz schnell in die Mine, bevor Nacht wird. Hast du Lämpli? Ja, hab ich. Ich muss nur eben seine komische Mine wiederfinden. Ich hab sie dir markiert. Ja, ich weiß. Wenn du es nicht findest, bist du... Nee? Ja, nee, du bist ja... Du bist ein guter... Ich gebe mir Mühe mit dir. Ich gebe mir wirklich Mühe mit dir. Ja, ich weiß. Und alles, was nicht klappt, das liegt halt an mir selbst auch. Also. Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber... Ja, doch. Ja, doch. Ja, das... Das ist schon der richtige... Ja. Die richtige Formulierung, denke ich. Ich würde jetzt nicht von Schuld sprechen, aber von... Ich bin auch nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ach, meine Jungs. Oh. Den hier. Okay. Gut denn? Was denn? Oh, ich hab nur was geguckt. Okay. Was schaust du denn? So ungewöhnlich still irgendwie. Ah. Weißt du, sonst haben sie immer geschrien und geschrien und geschrien. Das kommt so, wahrscheinlich daher, Denkerpartie. Nee. Nicht wir, sondern die Zombies. Ja, er hat auch diese Stacheln hingesetzt. Mhm. Die rennen jetzt alle rein und sterben und alles gut. Genau. Deswegen, jetzt kannst du zu Hause ganz beruhigt arbeiten, dir kann nichts mehr passieren. Außer die Stacheln sind irgendwann kaputt und weg. Das dauert jetzt mit den Eisenstacheln ein bisschen länger, oder? Ja. Sie hat nicht unbedingt in der Nacht gucken. Nee. Ich komme auch noch ein paar mehr, dass die dann zweifach gestapelt sind und so. Sehr schön. Richtig vorbildlich. Ja, gell? Schnee, 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 Schna, Schnappi. La, 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 la. Ups. Er ist schon wieder. So, so. So, die Falle ist soweit wieder fast ganz. Ein bisschen fehlt noch. Das ist krass, aber die hat jetzt 2-3 Folgen gebraucht, um wieder flott zu werden. Ja, ich bin auch schon wieder am Weiterbauen.
Okay, also es ist nicht nur, um den Schaden wieder auszugleichen. Nee, der Schaden, der ist ja schon, ich glaube, schon lange weg. Okay. Also das ein oder andere ist zwar noch zu tun, aber das wird gleich ja, die Eisenstangen, sowas, ne? Ja, genau. Die Eisenstangen, die habe ich jetzt wieder platziert, dass die jetzt wieder richtig sind. Aber es ist ganz schön dunkel da drin. Was, in der Falle? Mhm. Oh, ihr habt doch schon Fackeln da stehen. Hm. Oh, nee, Tatsache, da fehlen die Fackeln. Ja, die hat mir wohl jemand weggesprengt. Hm. Jemand ist gut. Er hat nicht nur die Fackeln weggesprengt, sondern unseren Arm und Wurzel auch. Weil ich wieder gepennt habe. Gut, das war das erste Mal. So haben wir dich mit dem Schlüpper gesehen. Also siehst, wo Melles Prioritäten liegen. Hauptsache, sie sieht dich in der Unterwäsche. Sie ist bereit, alles zu tun. Hauptsache, Schlüpper. Scheiße. Was war denn das? Ja, das habe ich schon ein Bürstchen verschluckt. Werde ich so tief in den Mund nehmen, ne? Gott. Es war ein Schluck auf. Achso, ein Schluck auf war das jetzt. Der steckte nicht zu tief, nein. Ja, so ein Mini-Würstchen sollte dich auch nicht umhauen. Nee. Eigentlich nicht. Hä, wo habe ich denn jetzt meine Klappen? Hä? Die doch eingepackt gehabt, oder? Scheint nicht. Komm, Mini-Moped. Mini-Moped ist echt cool. Oh, ist schon an. In gewisser Weise will ich auch irgendwie das Mini-Moped zurück. Das ist. Ich weiß nicht, der Truck ist cool, aber der verbraucht zu viel Sprit. Gib mir das Auto. Ich muss ökonomischer unterwegs sein, weißt du? Weil ich fahre viel. Ja, oder ein Diesel halt einfach, der auf langen Strecken Sinn macht. Dann muss man auch Plaketten anschaffen, oder was? Ja, nee, das nicht. Ich meine, die Welt ist kaputt genug, aber... Ich hab's. Da hat so radioaktive Viecher. Setz sie doch vorne in den Motor rein. Nicht, dass mir die Versicherung das Das sieht doch hier nicht. Ich kenne das. Das ist meine Tresorklappen. Ich klappe. Klappe. Auf wen klopfst du? Ich besorg mir doch hier Eisen. Ah. Aber Eisen, wenn du Eisen brauchst, dann kannst du auch unten, ja, in der Staffkiste holen. Ich habe jetzt Eisen besorgt. Ja, aber da hinten muss doch das E weg. Ach so. Okay. Das ist der. Der Wolf arbeitet sich ins Haus, das ist voll geil. Das ist interessant, ich stehe auf dem Dach und der arbeitet sich unter mir so durchs Fenster ins Haus rein. Ich weiß nicht, ob mir das Angst machen soll oder nicht. Der bietet sich halt Haustier an. Nimm mich mit. Ich habe ihn jetzt einfach mal getötet. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Ja, man kann nie vorsichtig genug sein.
Hedge. Was bringt dich zum Klatschen? Ach nö, eine Krankenschwester wollte mich hier mal besuchen. Hä? Ja, hier in meiner neuen Falle kam eine Krankenschwester, die... Die hat da nichts zu suchen, mein Freund. Ja. Wollte ihn nur untersuchen. Er sah so kränklich aus. Nee, ist nicht. Gibt fünf Häuser weiter. Ja, ja, ja. Oh, mein. Schriftkästen. Ich hab dir jetzt nochmal so einen Schaufelmod besorgt. Mhm. Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Arbeit. Wir werden sehen. Ja, wenn nicht, dann suche ich mir einen neuen. Sternen, klarer Himmel. Mhm. Mir ist bewölkt. Ja, so ein paar Schleierwölkchen. Ah, großer Wolf. Der greift das Auto an. Warum greift er das Auto an? Sitzt du drin? Nein. Er hat das Auto angegriffen. Blödes Tier. Da hat er was gegen dein Auto gehabt. Er hat aber keinen Schaden gemacht, okay. Wurzel, mach mal Piep. Piep. Er lebt noch. Ja, ich bin hier super tief in meiner Arbeit. Das ist so mental, ne? So voll einge. Das ist so einlullend, ne? Ja. Das ist wie mit meinem Eisenkloppen. Ich habe gerade entdeckt, es gibt ja sogar eine elektrische Tresorklappe. Nein, fang das nicht an. Dann muss nämlich jemand zum Schalter rennen und dann wieder vor und dann musst du Kabel legen. Ja, nee, also das ist Kabel kaputt und dann. Ja, dafür natürlich nicht. Da kommt die richtig drauf. Aber ist schon interessant. Elektrisch. Kannst du nicht den Boden da vorne unter Strom setzen, wenn die dann drauf treten, dass die automatisch so einen Bzzzt kriegen? Das müsste doch gehen, oder? Gibt es auch so Schockstäbe und so Zugedöns. Ich fand allgemein für die nächste Blutmondnacht ein bisschen mehr Automatisierung ganz geil. Ja, sobald er mir die mechanischen Teile bringt, kommt Klingfallen rein. Wie viele brauchst du denn? Ich baue in dem Moment, wo du sagst, baue ich gerade Autos ab. Ja, erstmal 100. Ich meine jetzt nicht mal, dass wir jetzt da irgendwie, sondern halt, die kommen ja immer rein. Und dass man da vielleicht halt deutlich mehr Fallen setzt. Dass man vielleicht so die erste Stunde, wenn es auch nur diese Holzdinger sind, ne? So, dass man vielleicht die erste Stunde schon mal so dadurch Überzeit kaufen. Aber für jeden, wo du nicht umklopfst, kriegst du auch keine Punkte, ne? Weiß ich nicht. Das... Oder? Nee. Wenn die durch Stacheln kaputt gehen oder so, ohne dass du Hand anlegst, keine XP für uns. Ja, aber es wird ja enger. Ja, deswegen kommen ja die Klingfallen jetzt demnächst mit rein. Und die geben EP? Halb, weil wir ja an der Seite stehen und dann mit Schusswaffen mit draufknallen. Also kriegen wir schon noch ein bisschen mit ab. Aha. Das weißt du oder das denkst du? Das denke ich. Okay. Ansonsten reise ich die wieder raus. Na dann. Von Anfang an mitlaufen lassen. Du kannst ja sagen, hey,
Die lasse ich geschwind mal noch aus. Ja, wenn es knapp. Wenn es knapp wird oder brenzlig und wir sagen, hey, jetzt wird es gerade heftig, dann kannst du immer noch anmachen. Ja, klar. Und dann kannst du erstmal die XP abgreifen und wenn es dann zu brenzlig wird, wie vorher mit dem Typen da. Genau, das sind diese Art Sicherung, die ich einbauen will. Wenn vorne die Reihen kaputt sind, dann kommen die nächsten Reihen, wo dann die Klingfallen mit eingreifen. Das ist nicht so Bremslicht. Genau. Oh, okay. Wenn man einen Autounfall hat, verliert man auch Leben im Auto. Wieso? Wo kommst du? Ach du Scheiße. Was ist Nacht? Was ist los mit euch? Wieso kommt hier in diese Höhle ein Bär rein? Oh. Wo kommt der denn jetzt her? Bin auf dem Weg zu dir. Wo kommst du her, mein Freund? Schaffst du den Bär? Du bist kein Bär gewesen. Also nämlich nicht bei mir. Ja, bei mir im Loch. Bei mir in, ja, im Loch. Im Loch? Ja, ein Riesenloch. Lass mich mal schnell bauen. Wo bist du denn? In meiner Mine. So. Dachte Melle. Hinten. Im Hinterhof. Der Wurzel hatte ja das Problem mit dem Bär. Ah. Ja, warte. Kannst du mir... Haben wir gleich. Ach nee, du bist du schon. Da? Ich hab schon, ja, ich hab schon. Achso. Ich hab doch vorher noch extra kontrolliert. Soll ich was mitnehmen? Ja. Naja. Aber wie kommt das? Der stand auf einmal hinter mir. Ja, bei mir auch. Ich klopp da wie eine Bekloppte und dann steht der Dicke da hinter mir, die Wasserleiche. Muss ich jetzt aber mal gucken. Haben die gespawnt? Oder? Nein, die sind durch die Mauer gekommen, da war ein Riesenloch. Guck mal, ob du das lesen kannst. Da liegt nochmal was. Bist du auf der anderen Seite, Schatz? Ja, da bin ich gerade. Ich habe nach den Fallen geguckt, nach den Stacheln. Und? Perfekt. Also hier diesen, das hier. Noch alle da. Du hast gerade Süßigkeiten gegessen. Aber wir müssen einen Schluss machen. Scharfschütze bringt mir nichts. Echt? Oh, shit. Mhm. Ja gut, dann sagen wir mal danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.